wir sind am Haugland Beach. Hier ist auch richtig schön. Ganz weißer Sand, schönes Wasser, aber ja, das zeigen wir euch natürlich jetzt auch wieder. Aber richtig toll hier, ne? Auf jeden Fall, gefällt uns richtig gut. Ich hoffe, euch haben die Aufnahmen hier gefallen. Also traumhafter Strand, wirklich wie in der Karibik, super schön. Und das bei dem Wetter, wir haben so ein Glück, das ist echt Wahnsinn. So, wir bauen jetzt hier unser Zelt auf. Muss noch ein bisschen trocknen von der letzten Nacht in dem Zelt. Ja, und danach werden wir dann vielleicht was kochen. Ich wollte vielleicht auch noch ins Wasser gehen, aber es ist ziemlich kalt. Mal sehen. Aber super schön hier. Deswegen machen wir jetzt hier auch noch eine spontane Nacht.
Hier sind auch viele Zelte schon aufgebaut. Einfach super. Ja Leute, ich habe mir ja noch ein Kajak gekauft vor dem Urlaub, so ein einfaches aufblasbares gebraucht und bin jetzt hier gerade mal mit einfach vom Strand her einfach mal ein Stück rausgefahren und bin natürlich direkt am Anfang baden gegangen. Ich bin da so ganz locker, flockig, cool in das Boot eingestiegen und dann hat sich das natürlich direkt erstmal gedreht und ich lag natürlich im Wasser. Aber es macht Spaß, spritzt natürlich ein bisschen mehr Wasser rein. Ist ein schön Wetter, das ist wie immer eigentlich Wassersport, ja eigentlich immer schön Wetter Hobby, aber es hat sich wohl gelohnt. Ich hoffe, wir werden das jetzt in Schweden nochmal nutzen, wenn wir über Schweden zurückfahren oder über Norwegen und dann irgendwo nochmal vielleicht am See oder so Halt machen, dann wollte ich das auch nochmal aufbauen, weil bis jetzt habe ich das auch noch gar nicht benutzt und dafür ist es eigentlich zu schade, ne? Jo. Dieses Panorama hier ist auch einfach wunderschön. Kann hier bis auf den Grund gucken. Hier ist bestimmt ein bisschen tiefer. Diese Berge hier im Hintergrund, das ist schon super. So, Marcel ist jetzt gerade die erste Tour mit seinem Kajak gefahren. Das ist zum selber aufblasen, das hatten wir in der Dachbox. Und heute an diesem schönen Strand hat sich das jetzt wirklich mal gelohnt, das auch aufzubauen. Und da kommt der, ups, das ist die Mila, die da zieht, da kommt der angefahren. Na, wie war's? Das ist da, das ist stark gestellt. Nee. Ich bin voll ins Wasser geflogen. Echt? Am nächsten Tag sind wir dann weitergefahren nach Svolvær, das ist die Hauptstadt auf den Lofoten. Und haben da ja auch ein paar schöne Aufnahmen gemacht, sind dann mal durch die Stadt gelaufen. Ein Tag, der erste Tag war, glaube ich, nicht so ein schönes Wetter, da hat es geregnet. Nee, genau, es hat eigentlich nur geregnet an dem Tag, sodass wir dann die Chance ergriffen haben und dort in ein, ich glaube, das größte Einkaufszentrum auf den Lofoten ist das in Svolvær. Das sind ja wie so kleine, wie man es kennt, so kleine Einkaufsarkaden in Deutschland, wo man dann rumlaufen kann, wo alles überdacht ist, wo man auch was essen kann. Da sind wir dann aber fast aus den Latschen gekippt. Wir sind nämlich in den erstbesten, etwas besseren Bäcker, sage ich jetzt mal, reingegangen und wollten frühstücken, denn das haben wir nicht mehr gemacht beim Haukland Beach. Ja, und da sollte dann tatsächlich ein Baguette ungefähr in dieser Größe 17 Euro kosten. Da haben wir uns dann für das Kindertoast entschieden, wo wir dann mit, glaube ich, 6 Euro dabei waren. Guten Morgen. Wir fahren jetzt weiter nach Haukland oder von Haukland starten wir jetzt gerade, Haukland Beach. Haben jetzt hier eine Nacht geschlafen und wollen heute mal auf den Campingplatz. Für uns geht es weiter Richtung Norden, vielleicht Richtung Svolvær, das ist ja die Hauptstadt hier. Müssen wir uns da irgendwo einen Campingplatz jetzt gleich raussuchen und dann erstmal nochmal gemütlich aufbauen, frühstücken. Und dann gucken wir mal, was wir heute noch machen. Ne? Wir wollen ja auch noch zu dieser Kvavika Bucht oder so, wie man das ausspricht. Das ist wohl auch so eine kleine Wanderung. Und ja, dann gucken wir mal, ob wir das heute machen, ne? Wir schauen mal, wie das Wetter mitspielt und ja, wo es uns heute hin verschlägt.
heute ein neuer Tag, schönes Wetter. Wir haben jetzt, wir sind jetzt seit ungefähr 3 Tagen hier auf dem Campingplatz. Ich glaube, 3 sind es, ne? Drei Tage auf dem Hammerfest Camping in Svolvær, etwas nördlich von Svolvær. Hammerstadt Camping heißt es. Hammerstadt Camping, ja. Genau. Hammerstadt Camping. Wir verlinken euch das auch alles unten in der Videobeschreibung. Ja, der Platz ist ganz schön. Man ist sehr zentral hier an der Stadt und wir hatten jetzt auch ein bisschen schlechtes Wetter. Also vorgestern und da waren wir dann im Einkaufszentrum, haben wir nicht so viel gefilmt, haben den Tag so ein bisschen verbracht und gestern habe ich eine schöne Wanderung gemacht, hier auf den Flöja. Das ist so ein ziemlich hoher Berg, der über Svolvær ist. Sobald das online ist, mache ich euch das hier in diese Infokarten rein. Ja, und jetzt wollen wir heute nochmal Richtung Kabelwak oder wie man das ausspricht, hier auf den Lofoten. Uns dann noch vielleicht so 1-2 kleine Städtchen angucken, weil das Wetter heute noch mal gut ist. Und ja, dann nehmen wir euch natürlich gerne mit. Genau, und wir haben noch einen Tipp für euch. In Svolvær ist ein amerikanisch angehauchter Pizzaladen. Und da gibt es ein Pizzabuffet, also ein Pizza All You Can Eat für, ich glaube, es waren 130 Kronen. Und ja, da gibt es dann noch Salat dazu. Also da kann man sich richtig satt essen. Das haben wir gestern mal genutzt. Und das ist auf jeden Fall eine günstige Empfehlung, wenn man hier mal essen gehen möchte. Wir haben uns dann da entschlossen vor Ort, dass wir halt über Schweden zurückfahren. Es war eigentlich so gar nicht geplant. Wir wollten eigentlich durch Ostnorwegen zurück. Aber wir wollten jetzt nicht die komplette Straße bis nach Trondheim wieder zurückfahren, dass wir vielleicht ein bisschen Abwechslung bekommen. Ja, sind dann über Schweden zurück, quasi Abisko und dann über Kiruna und dann in den Süden, quasi durch Schweden, Lappland. Ja, da war es auch ziemlich kalt, zwischenzeitlich. Wir haben da auch gar nicht so viel Videos gemacht, weil wir eigentlich oft nur im Auto gesessen haben und gefahren sind. Wir blenden euch da jetzt zwischendurch mal ein paar Bilder ein, wie es da so gewesen ist von der Landschaft her, was wir da so ab und zu mal aufgenommen haben. Aber wie gesagt, wir haben da nicht so viele Videos gemacht. Dort soll das Wetter auch ein bisschen besser sein und dann haben wir auch ein bisschen Abwechslung, was ja, die Strecke angeht und die Natur vielleicht auch. Ja, und ja, wenn es euch gefallen hat, das Video, dann klickt gerne den Daumen nach oben oder abonniert den Kanal. Und ja, wir hoffen, dass wir noch ein paar schöne Aufnahmen hier machen können in Norwegen oder auch jetzt in Schweden, was wir spontan eingeschoben haben. Und dann freuen wir uns, wenn ihr dabei bleibt. Tschüss!